den ganzen heutigen Tag suchten über 90 Taucher nach den Überresten der Opfer der Fährkatastrophe auf der Wolga. Die Hoffnung auf neue Überlebende im Schiff bestand bereits zu Beginn nicht mehr. Nur auf umliegenden Wolga-Inseln könnte es nach Ansicht von Rettungskräften noch Überlebende geben. Die Fähre Bulgaria war am gestrigen Sonntag gesunken und hatte offenbar 110 der etwa 190 Passagiere mit sich gerissen. Nur 80 Überlebende konnten gerettet werden. Diese berichteten von der Katastrophe Schockierendes. Die Fähre sank in 3 Minuten. Es gab keine Durchsagen. Sie fiel einfach auf die Seite und ging runter. Keine Explosionen, nichts. Wir wurden herausgeschleudert, deswegen haben wir überlebt. Unsere ganze Familie war auf dem Schiff. Wir haben alle verloren, meine Frau und meine Enkelkinder. 2 andere Schiffe fuhren vorbei und haben nicht einmal angehalten, um uns herauszuziehen. An der Informationspolitik vor Ort gab es ebenfalls Kritik von Angehörigen. Wir haben überall angerufen, um etwas über unsere Leute herauszufinden. Wir haben die Polizei angerufen, die haben uns an den Rettungsdienst verwiesen. Dort hat uns dann auch niemand Auskunft gegeben. Die haben keine Ahnung, was passiert ist. Sie könnten uns wenigstens etwas Informationen geben. Wir haben den Rettungsdienst angerufen, aber die gehen nicht mal ans Telefon. Mittlerweile wurde eine Liste der Überlebenden auf einer Ministeriumsseite im Internet veröffentlicht. Eine Sprecherin des Katastrophenschutzministeriums sprach am Vormittag von erst 8 geborgenen Toten. Eine Zahl, die sich leider noch steigern wird, da kaum einer der über 100 Vermissten überlebt haben dürfte. Besonders tragisch am Unfall sind die zahlreichen Kinder unter den Opfern, die sich während des schnellen Sinkens im Innern aufgehalten haben, da schlechtes Wetter herrschte. Über 50 Passagiere sollen unter 18 Jahren alt gewesen sein, aber fast alle Geretteten sind Erwachsene.